Hallo, darfst du mir mal ein bisschen beim Autofahren zuhören? Ja, was ist meine Message an dich? Meine Message an dich, wenn du da draußen Fragen hast, wenn du denkst, wieso, weshalb, warum, warum ist es so, warum ist mein Leben so, warum ist alles so schwierig, warum fühle ich mich so eingesperrt? Du hast Angst, du hast Sorgen, dass irgendetwas eine Auswirkung auf dich haben könnte. Und ich weiß, wie das ist. Ich habe meinen größten Teil meines Lebens damit verbracht, mir Sorgen zu machen über Dinge, die ich wahrnehme und die ich sehe. Und ich habe mir so oft gewünscht, dass ich nur ein bisschen dümmer wäre. Kennst du das vielleicht auch, dass ich einfach weniger weiß, dass ich habe echt gedacht, wieso weiß ich so viel, wieso bin ich nur so intelligent, wieso nehme ich nur so viel wahr, wieso sehe ich alles? Und die Antwort ist, weil ich lernen sollte, zu erkennen und zu sehen und zu wissen, was es ist, was ich sehe. Ja, was sehe ich? Auch was du siehst. Also ich spreche jetzt hier in der Ist-Form. Aber was du siehst, ja, was du wahrnimmst in deinem Leben, ist deins allein. Deins allein. Wie du die Politik wahrnimmst, wie du die gesellschaftliche Situation wahrnimmst, ist deins allein. Auch wenn du mit anderen drüber redest oder wenn du dich austauscht, was kommt da jetzt noch und ist es die so und so Pflicht, ist es so und so und wie wird es und alles. Selbst wenn du in der Gruppe bist, in der allergrößten Gruppe und alle deine Meinung teilen oder keiner deine Meinung teilen, ist es letztendlich immer noch deine Meinung. Es ist sogar deine Meinung, dass alle die und die Meinung haben. Es ist deine Meinung. Es ist immer deine Meinung, egal über was du dir Gedanken machst, egal was du anschaust, egal was du siehst, egal was du glaubst, es ist deine Meinung. Und deine Meinung ist es einfach, die zählt. Es zählt wirklich nur deine Meinung. Und ob deine Meinung von wie vielen Millionen, Milliarden anderen Menschen geteilt wird oder nicht, es ist und bleibt deine Meinung. Und wenn die meisten eine Meinung haben, die sich nicht gut anfühlt, wenn die meisten eine Meinung haben, dass wir eingesperrt sind, dass wir unterdrückt sind, dass das Ende der Welt naht, dass alles kollabiert, dass es ganz, ganz schrecklich wird für uns und so weiter und so fort, dass wir vom Bösen manipuliert und regiert werden, dann ist es jetzt an der Zeit zu erkennen, dass genau diese Meinung, dass genau diese Energie, dass genau diese Überzeugung dazu geführt hat, dass du das glaubst. Was da vorher war, ist völlig egal, wer was gesagt hat, wer dich konditioniert hat, wer dich erzogen hat, welche Bücher du gelesen hast. Das ist völlig egal. Das, was zählt, ist der jetzige Moment, weil mehr hast du nicht. Du hast nur jetzt. Und dass du jetzt bereit bist, deine Ansicht absolut entgegen dem, was du bis jetzt geglaubt, gesehen, gehört und dich ausgetauscht hast, veränderst. Das ist deine Größe. Allen Bullshit beiseite zu lassen und sagen, ich kann doch nicht plötzlich was anderes denken, ich kann doch nicht jetzt plötzlich eine andere Überzeugung haben, wenn hier alle am Kämpfen sind und am Überleben, wenn die Jobs gestrichen werden, wenn die Leute sterben, wenn die Leute krank werden, was weiß ich nicht was. Ich kann das doch nicht ignorieren. Und ich sag dir eins, wenn du hilfreich sein willst, wenn du was verändern willst, wenn du heilen willst, dann geht es darum, dass du erkennst, dass du die Realität wechseln musst, die du erschaffst. Du musst raus aus dem Shit. Du musst raus mit deinem Denken, mit deinem Fühlen, mit deinem Handeln. Du musst raus. Du kannst da nicht weiterleben, wenn es dir dort nicht gefällt. Du kannst nicht commiseraten mit allen anderen. Und egal, welche Meinung du hast für die gesellschaftliche Situation und Lage, hör auf, Unterstützung zu suchen. Hör auf, dich da auseinanderzusetzen, wie die Lage ist und was kommen wird. Und fange an zu entscheiden, wie du es haben möchtest. Fange an, diese Energie zu kreieren,
die du haben möchtest. Fange an, die Worte zu sprechen, die du wahrhaben möchtest. Fange an, das Gefühl zu verbreiten, dass du wahrhaben möchtest. Und dann wird sich alles ändern. Bevor du das tust, wenn du das nicht tust, wird sich nichts ändern. Wenn du deine Einstellung nicht änderst, egal zu was, zu Menschen, zu Situationen, zu einer Zukunft, zu einer Angst, wenn du deine Einstellung nicht änderst, wird sich die Manifestation im Außen nicht verändern. Und wenn es alle wüssten, und deswegen mache ich das jetzt hier auch auf meinem öffentlichen Profil, wenn es alle wüssten, dass ihre Ängste, dass ihre Sorgen sich jetzt hier zeigen auf der Leinwand der Gesellschaft, auf dem Spiegel der Gesellschaft, und dass jeder Einzelne dazu beitragen kann, das Ganze zu verändern, indem er aufhört, dem Beachtung zu geben, dem Bedeutung zu geben, dem eine Macht zu geben, dann wär die Welt anders. Dann wäre sofort alles anders. Dann wären alle Beziehungen anders. Dann wär alles anders. Das kannst du mir glauben. Und ich möchte dich aufrufen, aufzuhören, in einer Welt, in einer Realität zu leben, die dir nicht gefällt. Hör auf, da drin rumzuschwimmen. Hör auf, Dinge zu tun, die du nicht möchtest. Hör auf, mit Menschen zu sprechen über Themen, die du nicht möchtest. Hör auf, dich irgendwie zu fühlen, wie du es nicht möchtest. Du musst es nicht. Du musst es nicht. Du bist frei. Du bist komplett frei. Alles entsteht in dir. Und was läuft da in dir? Da ist nichts, was dir Angst machen müsste. Das sind Sachen, die du erkennen kannst, um sie zu verändern. In dir. Das bedeutet, in deiner Vorstellung, in dem, was du glaubst. Weißt du denn überhaupt, was du glaubst? Weißt du denn überhaupt, wovon du täglich ausgehst? Und das wissen wir meistens nicht, weil wir uns die Mühe nie gemacht haben, weil es uns nie gesagt worden ist, dass es wichtig ist, was in uns vorgeht. Weil uns immer gesagt worden ist, ja, wenn du wütend bist oder wenn du das hast, alles unterdrücken, alles wegdrücken. Aber genau darum geht's. Es anzuschauen und nicht um irgendeinen Horror zu beobachten und sich scheiße und schuldig zu fühlen, sondern um es anzuschauen, um es zu verändern. Du kannst doch nicht einfach hier im Dunkeln weiterreisen. Du musst doch schauen, wo kommt das Zeug her. Es kommt aus deiner Angst. Es ist nicht, dass du schuld bist, dass du Angst hast. Es ist nicht, dass du schlecht bist, dass du Angst hast. Es ist nicht irgendetwas falsch an dir, außer die Sachen, die du glaubst, die dir nicht gut tun, die sich nicht wohlig anfühlen. Das ist es. Und ich bin hier, um alle Menschen, so viele Menschen wie möglich, daran zu erinnern, dass sie alles verändern können, indem sie sich selbst verändern. Und wie das geht, ich habe lange, lange geübt, geforscht, geschaut, geguckt, wie es geht. Ich kann es dir erklären, ich kann es dir beibringen. Es ist einfach, aber es ist nicht so, es geht auch nicht so, wie du es gelernt hast. Probleme finden und Lösungen hinterher zu finden, die sich dann überhaupt nicht als praktikabel herausstellen, weil es die falsche Lösung ist, weil du nur einen kleinen Anteil der Lösungen mit deinem Verstand finden kannst. Aber die richtige Lösung kennt dein Verstand nicht. Dein Verstand hat keine Ahnung. Das ist ein Computer. Der kann nur das denken, was ihm beigebracht worden ist. Und jetzt geht es darum, aus dem Feld der unendlichen Informationen einen Computer neu zu programmieren und ihm klarzumachen, dass das, was er bis jetzt ausgeworfen hat an Rechenoperationen, an Zusammenhängen, an logischen Rückschlüssen, offensichtlich zu Dingen führt, die nicht erwünscht sind. Und deswegen braucht es einen Reboot, es braucht einen Reset. Du kannst nicht mehr dieses Zeug glauben, was dir beigebracht worden ist. Es gibt viel, viel mehr, als was du bis jetzt gelernt hast. Und diese Informationen stehen dir zur Verfügung, wenn du bereit bist, sie zu empfangen.
wenn du bereit bist, im Unbekannten zu empfangen, neue Messages zu empfangen, und dazu musst du dich freimachen von dem alten Bullshit. Anders geht's halt nicht. Ja, wenn dich das jetzt erreicht hat, wenn du das Gefühl hast, ja, die Frau, die weiß eigentlich schon ein bisschen, wovon sie spricht, kontaktiere mich, sag mir, du willst lernen. Ich habe gerade ein Programm am Laufen, das heißt Magic Mindset Integration, weil es ist alles in deinem Kopf. Es ist nur die Art und Weise, wie du denkst. Es ist nur die Art und Weise, was du glaubst. Es ist nur die Art und Weise, wo du deine Rückschlüsse herziehst. Und das kreiert die Energie, in der du lebst. Und aus dieser Energie manifestiert sich alles. Jedes Auto, jeder Mensch, jeder Baum, jede Schneeflocke, alles. Crazy shit, ich weiß. Aber es ist so. Also schau bei mir auf der Homepage mywellfeeling.com. Du kannst noch einsteigen. Wir machen ein Adventsprogramm. 12 Tage. Genau diesen Kopf hier. Diesen Kopf auseinanderzunehmen und ihn neu zusammenzusetzen, sodass alles leicht und schön ist. Wenn du das haben willst, freue mich, wenn du dabei bist. Bis dann. Tschüss.